Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im Ersten Weltkrieg. 7. Juli 1917 ist es, die letzte Folge der Staffel. Und ich bin gespannt, was wir hier noch erreichen können. Im Moment ist da wirklich an vielen Fronten Bewegung, außer an der Westfront. Da ist der gewohnte, bekannte Grabenkrieg noch voll im Gange. Da geht es nur hin und her. Immer um die gleichen Positionen wird gekämpft. Bevor wir weitermachen, will ich mal einen Blick werfen auf die Moralwerte. UK bei 83%, Frankreich bei 6%. Inzwischen. Ja, Italien bei 99, dann haben wir die Russen bei 41. Die Russen sind auch interessant. Da werden aber möglicherweise, da sind viele interessante Ziele in der Nähe. Riga, Vilnius, Minsk, hier vielleicht Kiew bzw. Odessa. Also das sollten ja auf jeden Fall die nächsten Ziele sein und das wird den Russen einen schweren Schlag geben. Dann haben wir die Deutschen mit 86, die Österreich-Ungarn mit 64 und die Osmanen mit 77. Und wir machen hier weiter bei den Deutschen. Wir haben in Windau das Hauptquartier. Das werden wir angreifen und hoffentlich zerstören. Jawohl. Sehr schön. Das gibt uns dann nochmal einen Bonus. Das Ganze muss natürlich noch besetzt werden. Ich überlege gerade. Ich glaube, es besetzen wir mit dem. Wobei, das würde ich auch gerne verstärken. Andererseits wollen wir hier jetzt schon mal einen Angriff starten. Machen wir mal 3-1, finde ich okay, kann man mal machen. Dann vielleicht müssen wir auch diese Abteilung dahin ziehen, damit das als abgeschnitten weiterhin gilt. Ne, müsste eigentlich auch so gelten. Wisst ihr was, wir werden mit denen dort reinziehen. Wir können ja dann, schaut mal, wir können ja wieder zurückziehen. Das ist ja das Gute an der Kavallerie. Sehr gut, und die werden wir geht nicht. Versorgung ist dazu schlecht. Oh, verdammt, da habe ich nicht ganz aufgepasst, wie die Versorgungssituation ist. Das ist ja wirklich sehr, sehr ungünstig da. Okay, das geht natürlich nicht. Die müssten wir da eigentlich komplett rausziehen. Wo haben wir da die beste Versorgung? 6, 7. Also in der nächsten Runde müssen wir uns um die kümmern. Oder wir ziehen sie, nee, wir ziehen sie dann hier hin. Da scheint die beste Position zu sein. So, Schaulen ist leider noch nicht für uns, glaube ich, machbar. 2, 3, das ist mir hier bei der Kavallerie ein bisschen zu unangenehm. Hier warten wir dann einfach. Rücken aber noch ein bisschen rum. So. Entsprechend werde ich auch dieses Kavalleriekorps noch nicht in Richtung Riga ziehen. Wir sind einfach noch nicht so weit. Wir müssen eine Runde hier noch Geduld haben. Gegen Kaunas? Na, wir müssten Grodno erstmal nehmen. Das ist hier auch nur eine Abteilung. Ich denke, hier werde ich nur verstärken. Aber genau, Grodno, das ist jetzt das große Thema. Ich denke, dass wir hier hinziehen können. Ja, da ist ein Anführer. Der ist natürlich verlockend. Aber, ja, aber eigentlich, warum nicht? Abgeschnitten haben wir es. Wir könnten eigentlich hier noch weiterziehen und den Angriff machen. Ich will mich mal ansonsten in Position bringen für den Angriff auf Grodno. Das heißt, du ziehst auf jeden Fall hier hin. Oh, schaut mal, wir können auch diese Abteilung erledigen. Das wäre vermutlich auch schon mal eine gute Idee. Gott, wie weit könnt ihr denn marschieren? Das ist ja unglaublich. Eins, vier, das sollten wir auf jeden Fall machen. Also diese Mobilitätsgeschichte ist echt krass, das Upgrade. Das bringt hier wirklich viel, viel Bewegung rein. So, die Artillerie muss definitiv nach vorne. Die muss dann das nächste Mal gerade nur angreifen. Und jetzt ist die Frage, zerstören wir lieber die Abteilung oder gehen wir gegen das Hauptquartier vor? Ich greife mal hier an. 2-0. Ah, das hat uns auch ein bisschen was gekostet. Ich mache mal einen Tausch. Greife nochmal hier an, dann kriegen wir sie zerstört. Und dann können wir hier nämlich... Ja, das ist doch großartig. Und damit liegt Vilnius... Sag mal, können wir da... Oh, schade. Es liegt quasi... Oh, nein. Haben wir hier möglicherweise eine schnelle Einheit, die dorthin kommt? Nein. Kavallerie von hier oben kommt auch nicht nach Vilnius. Okay. Gut, dann werden wir möglicherweise noch ein, zwei Runden warten müssen. Das wäre jetzt natürlich ein schöner Moment gewesen. Bialystok hat noch Versorgung 2, aber ich denke, hier greifen wir jetzt mal an. Und zwar 2-2, wir gucken mal, 2-2, das ist zwar alles nicht so doll, aber unterm Strich
Oh ja, besser als gedacht. 4-2 sogar. Dann können wir hier weitermachen. Das war nur 1-2 anstatt 1-3. Wir machen trotzdem weiter. Ja. Und dann greift noch die Abteilung an. Die wird das hinkriegen. Sie kriegt es hin. So, damit können wir Bialystok besetzen. Und ist das eigentlich auch... Nee, kein Moralziel. Egal. So, Grodno liegt damit immer mehr in Reichweite. Wir können es auch richtig umschließen, wenn ich das richtig sehe. Das machen wir dann auch mal. Wir rücken hier vor. Wir rücken da... Ah, da können wir nicht vorrücken. Bleiben wir mal mit der Abteilung so defensiv. Und ihr geht hier noch vor. Ja. Okay. Grodno, da sollte die Versorgung auch runtergehen. Mit einem Angriff der Artillerie müsste das eigentlich was werden. Okay, das geht hier richtig Schlag auf Schlag. Das Hauptquartier würde ich jetzt zu guter Letzt tatsächlich auch nochmal komplett auf 10 bringen. Und hier, was machen wir hier? Wir gehen in Richtung des Befehlshabers, greifen den an. Wird uns helfen beim Angriff auf Minsk. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Hier auch nicht richtig. Dann müssen wir erstmal so ziehen. Ja, weil wir hier ein bisschen Zeit haben, werde ich hier einfach eine Verstärkung reinhauen. Die bringen wir nach vorne und den werden wir auch noch verstärken für die nächsten Angriffe. So, dann haben wir die deutsche Bewegung abgeschlossen. Wir stehen vor Minsk, wir stehen vor Vilnius, wir stehen fast vor Riga. Das ist, also es könnte, also boah, das könnte schon im Jahr 1917 hier zu gravierenden Auswirkungen kommen, was Russland betrifft. Faszinierend. Auch schon auf 39%. Sehr gut. Okay, können wir hier noch irgendwas machen? Ja, genau. Die beiden, die wollte ich noch verstärken. Hier auch, der Rest nicht. Hier ist noch ein Chor. Ach ne, das haben wir verstärkt. Das können wir jetzt nicht eingraben. Nö. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Die sind ja alle gezogen, da kann man nichts machen. Die werden nicht angreifen. Eingraben ist da unnötig. Hier möglicherweise, ja, hier werden wir uns mal eingraben. Hier könnte es zum Gegenangriff kommen. Du kannst da nichts tun. Dann sind wir mit den Deutschen hier durch. Und kommen zu den Österreichern, die als nächstes Rovno angehen. Rovno hat noch eine Verstärkung von 2. Also wir haben ein Flugzeug und 2 Ziele. Bereitschaft 41, Bereitschaft 53. Ich würde sagen, dann gehen wir hier rauf. Abfangjäger gibt es nicht mehr. Und wir feuern, was das Zeug hält, mit unseren 2 Geschossen. Ist jetzt nicht so riesig der Effekt, aber immerhin. Wir haben 3 Kurs hier. 1, 5. Das sieht doch gut aus. Wow. Okay. 6 ist es sogar geworden. Bestens. Dann greifen wir 1, 2, 1, 2. Naja, das kriegen wir schon hin. Das war 2, 1 statt 1, 2. Jawohl. So, wir könnten auch mit der Abteilung hier noch angreifen. Und damit ist Rovno auch in unserer Hand. Und ich würde sagen... Ja, mal gucken, wer da vorzieht. Wir ziehen allerdings hier schon mal ganz mutig nach Schitomir. Und die Kavallerie kommt mit. Wer kann jetzt eh nicht weit ziehen? Du besetzt Grovno. Jetzt rücken wir komplett auf hier. Jetzt geht's voran. So, die Artillerie geht nur ein. Ja, unser Befehlshaber, den hätten wir vielleicht auf die Bahnlinie lassen sollen, aber er wird auch so klarkommen. Dann geht's jetzt hier gegen Proskurov. Wir haben 4 Geschosse, die wir abfeuern. Schön die Verschanzung runtergenommen. Und dann geht es los mit unseren Kurs 1,5. Ja, leider nur 1,4.
Ist leider nur 1-3. Wir können natürlich auch hier mit den Ungarn schon angreifen. Die würde ich aber gerne hierfür nutzen. Ah, hier, schaut mal, unsere Kavallerie. Die kann agieren. Sehr schön. So, damit ist auch Proskurow in unserer Hand. Und ich denke, wir machen das weiterhin so, dass wir unser Hauptquartier direkt dort hinein verlegen. Und der Rest wird dann nachfolgen. Jetzt bewegen wir erstmal nochmal die Bulgaren, weil hier ist tatsächlich schon was drin. Schaut mal. 1,5. Und damit ist auch der nächste Ort in unserer Hand. Kann das Hauptquartier dorthin? Ja, perfekt. Okay, damit sind die Bulgaren auch mehr oder minder im Plan. Jetzt gehen wir mal vorsichtig hier und gucken. Oh, schön, wir können die russische Artillerie runter kämpfen. Hervorragend. Damit stehen wir vor Uman und ja, die Österreicher gehen Richtung Kiew, die Bulgaren gehen planmäßig Richtung Odessa. Das ist das Ziel des Ganzen. Diese Abteilung, die gehört hier eigentlich gar nicht hin. Die bringen wir dann hier oben hin, zu den anderen Österreichern. Oh, wir haben hier eine schöne Kavallerie, die nach weit nach vorne kann. Das machen wir. Bedrängen wir schon mal Schitomir. Klären ein bisschen auf. Ja, Gott, die kommen hier gar nicht hinterher. Wir haben ja eigentlich nur eine Straße nach Kiew. Die müssen hier so zusammen irgendwie vorrücken. Geht nicht anders. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt nicht das Tempo verlieren. Ah, wir haben hier noch eine Einheit, die weiterrücken kann. Sehr gut. Das machen wir. Hier kommen wir nicht voran. So, dann machen wir aber das so. Ja, die Artillerie hinkt natürlich ein bisschen hinterher. Das Hauptquartier muss auch nachfolgen. Genauso wie der Abfangjäger. So, dann geht hier unser Vormarsch ungebrochen weiter, würde ich sagen. Du kannst jetzt hier nichts Großartiges mehr machen. Die können sich auch nicht eingraben. Mal gucken, ob hier noch ein Angriff, Gegenangriff erfolgen wird. Ansonsten, ich check mal, ob irgendwas. Ich glaube, wir haben alle bewegt. Hier ist gar nichts mehr möglich. Nee. Was ja auch gut ist, dass wir jetzt hier so richtig nach vorne kommen. So, Italien ist jetzt interessant. Es gibt zwei Angriffspunkte. Ich würde mich, also tendenziell hier und dort, ich würde mich aber jetzt auf einen erst einmal konzentrieren. Wir haben keinen Aufklärungsbomber. Wir feuern deshalb einfach so mit unseren zwei Geschossen und reduzieren dort die Verschanzung ein bisschen. Dann haben wir dort jetzt eine Bereitschaft von 28, 4-1. Das sieht doch schon mal gut aus. 5-1 und 0-2. Sehr gut. Dann haben wir diese italienische Einheit. Können wir da reinziehen? Nein. Dann würde ich sagen, ach, wir können auch damit nicht reinziehen. Wir können nur mit der Abteilung reinziehen. Na gut, dann machen wir das. So, den Angriff auf diese Position werden wir das nächste Mal machen. Hier tauschen wir nach hinten durch, verbessern. Und der Rest bleibt, glaube ich, wie es ist. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas verstärken können. Ja, können wir. Und hier brauchen wir das. Dieses Korps, kann das noch woanders hin? Nee. Es bleibt hier hinten. Die Abteilung auch erstmal. Den Flieger, den können wir ein bisschen ranführen. Auch wenn wir ihn vermutlich gar nicht benötigen. Dann schaue ich mal, wir können uns hier noch einbuddeln. Ja, das sollten wir tun. Und hier nicht. Hier können wir endlich den Graben richtig rummachen. Sind wir dort auch besser abgesichert? Jo. Dann ist das soweit in Ordnung. Okay. Gut. Das wäre hier die Italienfront. Wie sieht es hier aus? Ich glaube, hier bieten uns jetzt die Russen wenig Angriffspunkte. Ja. Wir können hier auch nach wie vor nicht, weil die Versorgung so gering ist, nicht verstärken. Die ist nur 4, aber die müsste irgendwann mal höher gehen. Hier wird noch repariert.
Der Ort ist noch nicht voll instand gesetzt. Dementsprechend ist hier gar nichts möglich. Das sind zumindest klare Verhältnisse. So, jetzt heißt es erstmal Yanbu zurückerobern. Und das klappt auch hervorragend. Sehr, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, besetzt diese Abteilung den Ort. Okay. Und wir rücken hier langsam hin. Auch die Abteilung rückt ein vor, damit unser Hauptquartier von Medina aus agieren kann. Und hier rücken wir nach. Und jetzt ist die Frage, ja, wir sind schon in der Lage, uns hier ein bisschen zu bewegen. Die Frage ist, wohin? Weil es dem Chor so schlecht geht, gehe ich mal auf Nummer sicher. Und bewege mich dorthin. So, in der Hoffnung, dass die dann nicht nachziehen werden und uns angreifen werden. Wir wollen jetzt erstmal das Chor hier sichern. Das ist dann insofern auch in Ordnung. Okay, dann kommen wir hier zu diesem spannenden Punkt. Port Said hat eine Versorgung von 5. Und hier ist meine Hoffnung. Erstmal müssen wir hier auf jeden Fall verstärken. Der ist nicht angeschlossen. Den können wir aber. Den kann ich jetzt nicht mehr freistellen. Das ist doof. Den können wir aber freistellen. Unterstellen. Wobei der Fighter jetzt auch nicht so entscheidend ist. Der ist viel wichtiger, dass das unterstellt wird, Leute. Dann nehme ich den doch mal wieder raus. Der muss unterstellt werden. Ganz wichtig hier. Und ich fliege jetzt einen Angriff auf Port Said, ne? Ja, das scheint mir jetzt auf jeden Fall der wichtigste Angriffspunkt zu sein. So, wichtig ist aufgeklärt und jetzt feuern wir mit 3 Geschossen. So, das war's. Mehr ist nicht drin. Wir haben hier jetzt eine Breitschaft von 72. Dann schaue ich mal. 2-2 und 2-4. Das wird ein bisschen enge, aber lohnt es sich vorher hier anzugreifen? Ist die Frage, welchem Hauptquartier er zugeordnet ist. Ne, wir machen das. Wir greifen hier an. 2-4. Ja, leider sogar 3-4. Okay. Wir können aber hier Wunder. Können wir nicht reintauschen? Ernsthaft? Und hier. Aha, da können wir nicht reintauschen. Jawohl! So, jetzt müssen wir bloß noch einmarschieren können. Und das geht, Leute. Es geht. Mit dem geht es auch. Mit dem nicht. Mit dem können wir aber hier runter noch. Das finde ich viel interessanter. Ja. Das heißt, wir gehen hier mit rein und haben diesen wichtigen Hafen erobert. Das ist jetzt echt ein Meilenstein, das muss man mal so sagen. Hier rücken wir nach und jetzt war die Idee, dass wir. Du kannst ja nicht mehr, ne? Dass wir hier nochmal mit den Geschossen auf dieses Hauptquartier feuern. Und gleich das nächste Ziel jetzt nochmal hübsch angehen. Nämlich, wir können hier noch einen Angriff machen. 0,5. Ja, das wird auf jeden Fall die Angreifer weiter schädigen. Mehr können wir nicht tun, außer dieses Chor, würde ich sagen. Ja. Können es aber auch hier hinziehen, oder? Nee, ich ziehe lieber das Hauptquartier nach. Das hilft uns mehr. Ja, und wie wir mit der Artillerie dann umgehen, weiß ich auch nicht so richtig. Die soll mal hier bleiben, die kann dann noch Suez attackieren. Die Abteilung geht dann hoch. Und hier rücken wir einmal auf. Ja, das sieht gut aus. Ist hier irgendwas möglich? Nein. Was aber eigentlich ja möglich ist, glaube ich, bei den Osmanen, ist Upgrade der Infanterie. Das können wir mal gucken, ob wir das im Kaukasus schon mal irgendwo durchführen können. Ansonsten eingraben ist hier nicht möglich. Ja, lass uns das mal schauen, ob wir hier möglicherweise Infanterie hochbringen können. Ja, Abteilungen. Ich weiß aber nicht. Abteilungen finde ich eher nicht so spannend.
Da kommt die Kavallerie. Ach, was soll's. Die 22 hauen wir mal raus. Okay. So, dann sind wir mit den Osmanen durch. Hier wollten wir jetzt die Sissi in Sicherheit bringen. Wir haben jetzt hier Port Said, deswegen können wir sie eigentlich direkt dorthin bringen. Wir können sie auch nach Beirut bringen, aber obwohl, der Hafen ist intakter. Vielleicht können wir da. Nein! Feindkontakt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Sissi! Dann müssen wir sie jetzt irgendwie in Sicherheit bringen. Ah, ich hätte Schleichfahrt nutzen sollen. Das war ein Fehler. Hier sind wir in Schleichfahrt. Wir gehen mal wieder hier nochmal in den Jagdmodus und gehen mal hier hin. Und bejagen weiter diese Strecke, die ja immer noch nach Alexandria geht und nicht nach Port Said. So, jetzt die Westfront. Hochinteressant hier. Wir müssen aufpassen mit unseren Flugzeugen. Ich würde sagen, naja, wir greifen erstmal Paris wieder an. So, jetzt gibt es zwei Stellen, wo wir agieren sollten, meines Erachtens. Einmal hier und einmal hier. Die gleichen Stellen wie beim letzten Mal. Wir wollen das zurückerobern. Haben wir hier noch einen intakten Aufklärungsbomber? Ja, wir müssen aber diesen Falter jetzt erstmal verbessern, nicht, dass der irgendwo fliegt. Der wird vermutlich mitfliegen, wird was abbekommen, aber das nehme ich jetzt mal in Kauf. Hier fliegen wir erstmal hin. Mal sehen, was er kriegt. Drei Schaden. Gut, er überlebt aber. Und sehr schön, ein Schaden direkt schon beim Gegner. Und jetzt haben wir hier vier Geschosse, die hier raufgehen. So, die Bereitschaft liegt bei 28%. Das sollte jetzt eigentlich möglich sein. Das wäre jetzt wirklich, warte mal, 1,4. Das wäre jetzt wirklich wichtig, dass wir das hier hinkriegen. Möglichst ohne große eigene Verluste. Aber ein Verlust. Weil ich will, boah, schaut mal, wir können mit der Einheit dort reinziehen. Das ist ja super. Ja, perfekt. Machen wir. 0,2. Ist auch verlockend, hier nochmal nachzusetzen bei der Artillerie. Ich glaube, das ist gut. Ja, das ist schlecht. Anstatt 0211. Toll. Hier haben wir auch nochmal 02, aber ich glaube, hier. Ja, was ist jetzt wichtiger? Die Gräben anders machen oder verstärken? Ich tendiere hier jetzt tatsächlich mal zu den Gräben. Okay. Mal sehen. Du kannst nichts mehr machen. Ja, naja, wir haben das zurückerobert. Ich bin gespannt. Wie sieht es hiermit aus? Das ist jetzt noch ein bisschen kniffliger. Wir haben jetzt hier eine Artillerie. Ja, kommen wir. Ich versuche es auf jeden Fall. Wir werden mit dem Aufklärungs. Na, vielleicht mit dem fliegen. Das kostet viel. Also der Bomber wird ganz schön beschädigt werden. Machen wir aber trotzdem. Hauptsache, wir haben aufgeklärt. So, und jetzt ist die Frage. Wir haben hier eine Verschanzung von 3, Bereitschaft von 79%. Wir können im Wesentlichen jetzt mit dieser Einheit angreifen und mit dieser. Das heißt, diese vier Geschosse, die müssen hoffentlich jetzt richtig was bringen. Ja, das wäre schon mal gut. So, die Verschanzung ist runter. Okay, hier können wir leider die nicht mehr wegziehen. Das heißt, wir müssen hier reintauschen, aber zuerst hier eingreifen. 2, 4, hier 2, 3. Eieiei. Na komm, das ist zwar hier heikel, aber ich greife trotzdem an mit 2, 4. Und ich hoffe, wir kriegen die 4 und. Ah, 3, 4 sogar. Das ist natürlich richtig doof jetzt gewesen. Hier tausche ich rein und greife hier an. 2, 3 und wir kriegen sie weg. Immerhin. So. Jetzt sind wir aber in der Position, dass wir niemanden hier so richtig haben, der da reinziehen kann. Wir könnten natürlich eine Sechser-Einheit dort reinziehen. Aber mal ehrlich, ist das eine gute Idee? Nein, ist glaube ich keine gute Idee. Stattdessen werden wir eine der Sechser-Einheiten nach Toul senden, um das zu sichern. Und den Rest werden wir dann lieber upgraden.
beziehungsweise verstärken. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Auch die Artillerie können wir nochmal auf 12 bringen. Das ist auch attraktiv. Wir verstärken jetzt natürlich alles, was geht. Okay, das haben wir getan. Gut. Dann prüfe ich nochmal. Was können wir denn hier machen? Wir können. Achso, wir können dem Hauptquartier Mobilität geben. Das finde ich jetzt nicht so notwendig. Ist ja auch relativ teuer. Machen wir lieber nicht. Ansonsten ist hier nichts drin. Außer, dass wir wie immer gucken, ob wir eingegraben sind. Hier sind wir aber komplett richtig. Da können wir noch nichts ändern. Tool hat eine Festung. Der Rest steht so, wie es soll. Gut. Das wäre dann das. Und dann kehren wir zurück zu unseren U-Booten. Die noch gut versorgt sind. Wir fahren noch mal ein bisschen weiter. Rücken einfach noch mal ein bisschen auf. Version 5 geht auch noch. Hier, die wurden attackiert. Wir gehen hier wieder auf den Jagdmodus. Ah, verdammt. Ah, okay, verdammt. Das war jetzt dämlich. Da hätte ich raus aufs Meer fahren sollen. Na gut. Es ist, wie es ist. Hier bleiben wir im Jagdmodus, versuchen dort was zu machen. Immerhin beschäftigen sie sich da mit dem U-Boot. Ich denke, das wird wieder hübsch abtauchen können. Das funktioniert da relativ gut mit den U-Booten. Okay, das wär's. Mehr können wir nicht tun. Dann können wir jetzt mal schauen, wie es aussieht. Neue Einheiten kaufen. Halt, wir müssen Einheiten einsetzen. Das ist ganz wichtig. Bei den Deutschen stärken wir weiterhin hier die Westfront. Ganz klar. Dann haben wir die Österreicher und einen Aufklärungsbomber. Das ist auch gut. Ich würde tendenziell aber... Naja, das Problem ist, dass wir hier so in Bewegung sind. Wer weiß, wann wir, ob wir überhaupt hier nochmal die Artillerie wirklich gut benötigen. Allerdings Aufklärung ist auch eine gute Sache. Nee, hier ist doch wichtiger. Wir bringen den hier hin. Und dieses Korps. In Italien haben wir die Sache stabilisiert. Meines Erachtens, wir kamen hier auch ausreichend Korps. Ich würde sagen, wir bringen das auch an die Ostfront. Und dann haben wir ein osmanisches Jagdflugzeug, was völlig sinnlos ist, meines Erachtens. Das war echt ein Fehlkauf. Bringen wir hier mit rein. So, dann gucken wir mal. Wir müssen mit den Deutschen nachkaufen, definitiv. Und zwar unsere Korps, bringen wir sie komplett. 175 kostet es nur. Kaufen wir. Und das Gleiche machen wir dann hier auch nochmal. Kaufen wir. Damit haben wir im Prinzip alles ausgegeben. Das ist gut. Dann Österreich-Ungarn hat auch noch ein bisschen was. Hier werden wir... Nein, wir gibt gar nichts zurückzukaufen, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht sollten wir da lieber was in Forschung investieren. Wie sieht es jetzt eigentlich aus hier mit Panzerkorps? Ist noch nicht drin. Panzerkriegsführung haben wir hier noch nicht durch. Ja, wir wollten die Punkte eigentlich aufbewahren für mögliche Upgrades. Was ist hier in Produktion? Ja, das Hauptquartier kommt doch erst in der nächsten Runde. Hatte vergessen, dass im Juli 2 Runden sind. Wir könnten uns ein Gebirgsjägerkorps noch leisten. Einfach deshalb, weil wenn wir wirklich dort im Kaukasus noch vorgehen wollen, die Gebirgsjäger kämpfen nicht besser im Gebirge, aber sie bewegen sich schneller und das könnte hilfreich sein. Wir machen das mal. Das ist eine ziemlich teure Investition. Kostet uns jetzt 304. Boah. Lohnt sich das? Aber ich sag mal, unten gegen die Briten sind wir meines Erachtens durch. Da brauchen wir auch nichts mehr investieren. Wir könnten also jetzt gegen Russland noch eine neue Front aufzumachen, ist auch Unsinn. Der Kaukasus ist der einzige Ort, wo wir noch aktiv werden können. Und da ist das eine gute Sache, würde ich sagen. Kaufen wir. So, damit ist Österreich
Ungarn, das einzige Land, was vielleicht noch in Forschung investieren kann und sollte, da haben wir auch noch Potenzial. Infanteriewaffen ist bald durch. Infanteriekriegsführung, ja, jetzt noch mehr zu investieren, ist verschwendet eigentlich. Panzer wird mit denen eh nichts mehr. Grabenkrieg machen wir auf jeden Fall nochmal. Das lohnt sich. Und Gasgranatenproduktion sollten wir auch nochmal machen. Haben wir noch 151. Artilleriewaffen ist in Entwicklung. Flugabwehrwaffen wäre eigentlich ganz nett bei den ganzen italienischen Flugzeugen, die da rumfliegen. Ja, können wir auch mal machen. Investieren wir da auch nochmal was, dann sind wir bei 1060. Und den Rest sparen wir, falls da jetzt, ja, kommen bald Upgrades, sehe ich gerade. Oh ja, dann sollten wir unbedingt sparen. Gut, dann haben wir die Geschichten investiert. Dann gehen wir zum gegnerischen Zug über. Sehr schön, die britische Moral sinkt. Das wollte ich hören. Okay. Schwedischen Konvois werden sogar jetzt überfallen. Das heißt, hier müssten die Russen sein, ne? Jagdflugzeuge macht Fortschritt. Erdkampfwaffen 2. Panzerkrieg 3. Was ist eigentlich mit unserem Panzerkorps? Das dauert ja ziemlich ewig, ne? Und die Osmanen können. Die Osmanen haben jetzt Fortschritte. Grabenkrieg 4 und Panzerkrieg. Das heißt, wir können dort auch Panzerkorps ausheben. So, was passiert vor allem an der Westfront? Und ja, sehr gut. Hervorragend. Nein, die ist sie. Ja, die wollten wir in Sicherheit bringen. Eieieiei. Ist das das Ende der Sissi? Okay. Da wird der Rückzug angetreten. Vilnius wird nochmal besetzt. Kairo mit einer Abteilung besetzt. Hier wird auch schon ein bisschen panisch umdisponiert. Das Hauptquartier kriegen sie nicht mehr voll. Ja, wir können sogar schon Richtung Alexandria vordringen, wenn ich das richtig sehe, wenn wir über das Delta hier gehen. Interessant. So, was hat der Gegner noch zu bieten? Luftangriffe. Das ist, glaube ich, schon ein schwerer Bomber, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Stuttgart. Trabzon bekommt auch was ab. Ich weiß nicht, was diese Angriffe mit den Luftschiffen auf Einheiten sollen. Zum Aufklären kann ich es verstehen, aber sie machen ja keinen Schaden, sondern sie machen nur Schaden an strategischen Zielen. So, mal sehen, wo sie jetzt angreifen, was sie hier tun. Offenbar haben sie sich die Einheit dort ausgeguckt. Und die Position, die ist sicher die schwächste. Das ist definitiv so. Kann gut sein, dass wir da was verlieren werden. Mal wieder.
Das sind alles die Vorbereitungsangriffe. Die Abteilung ist dort natürlich auch jetzt nicht die sicherste Position. So, da wird angegriffen und das werden wir natürlich verlieren. Ganz klar. Der Gegner kann da auch nochmal reinziehen und nochmal angreifen. Ja. So, das hoffe ich, dass wir das halten können. Und die Abteilung wird hart beschädigt. Da wird gleich nochmal ein Angriff kommen, oder? Tatsächlich. Auch aus Mitau gibt es einen Angriff. Das hatten wir aber schon ein bisschen vorausgesehen. Udine wird sich gut verteidigen können, ja. Ja, alles klar. Die Truppe wird überleben. Die werden wir dann auch zurückbringen, natürlich. Dieses deutsche Korps, das werden wir upgraden und dann an die Westfront bringen. Okay, wenn ich das richtig sehe, haben wir diesmal nur ein Korps verloren gegen die Franzosen. Wir haben ihnen zwei genommen, eins verloren. Finde ich in Ordnung. Leider ist diese Position dort oben jetzt ein bisschen fragil, weil wir da nichts in der Hinterhand haben zum Nachschub. Und die Sissi hat tatsächlich überlebt. Da kommt jetzt der Nachschubmangel zum Tragen. Die USA protestieren gegen die Verstärkung der Nordseeblockade des Deutschen Reichs. Was heißt das denn? Haben wir da irgendwie Mist gemacht? Der deutsche Handelsstörer Wolf greift Schiffe im Südpazifik an. Alles klar. Na, mal sehen, was das für die USA bedeutet. Ob sie mehr als 3% nach vorne gehen. Okay, ein Korps verloren. Russland verliert MPP, UK auch dort. Sehr schön. Okay, jetzt gibt es wieder Geheimdienstberichte. Und das Panzerkorps kommt zum Einsatz. Jawohl, in der nächsten Runde. Großartig. Und noch ein weiteres Korps, das ist gut. Hier ein Jagdflugzeug und noch ein Aufklärungsbombe. Oh ja, dann können wir tatsächlich die italienische Front noch verstärken. Das ist auch okay. Und Kemal Pascha. Den wollen wir ja in den Kaukasus schicken. Ja, das ist auch gut. Da kann es dann auch nach vorne gehen. Wir gucken mal auf Großbritannien. Insbesondere, wir sind bei 5% nationale Moral, Leute. 5% und die Diplomatie ist hier bei 74%, ist 3% hochgegangen. Also wenn das so weitergeht, dann schaffen wir es. Dann schaffen wir es. Hier haben wir eine unangenehme Lücke. Im schlimmsten Falle müssen wir diese Position wieder räumen und hier zurückweichen. Ich sehe im Moment nicht, wie wir das ansonsten kompensieren könnten. Außer, wartet mal, ich gucke mal kurz. Wir kämen bis hier, bis dort kämen wir mit der Einheit, okay. Ah, schaut mal, die Einheit kann dorthin ziehen. Und die kann dorthin ziehen. Das würde tatsächlich gehen. Von hier aus könnten wir die Linie zumachen. Ja, kann man machen, würde ich mal sagen. Kann man machen. Also, wir können die Position soweit halten. Hier kommt neue Verstärkung. Und in dieser Runde noch eine und in der nächsten Runde dann sogar zwei Korps. Dann irgendwann aus Arabien das zurück. Also ich würde sagen, das können wir halten. Und wenn das weiter so geht mit dem Tick, dann bin ich tatsächlich optimistisch, dass wir in ja, 5 Runden, ne? Was bedeutet das? Ende des Jahres, dass dann Frankreich kapituliert. Wie weit ist Russland? Das ist nochmal interessant. Russland ist bei 37%. Auch spannend. Ja, das war es erstmal mit der Staffel.
In der nächsten Staffel sehen wir dann sozusagen die zweite Hälfte des Jahres 1917. Und dann wollen wir schauen, was dann passiert. Ist ein Sieg dann schon möglich? Können wir nochmal zurückgedrängt werden? Greifen die Vereinigten Staaten noch ein? Gelingt es den Osmanen? Wie weit gelingt es den Osmanen hier voranzukommen? Und so weiter und so fort. Wie weit ist eigentlich UK runter? Auf 81 jetzt. Sehr schön. Gut, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.